Herzlich willkommen zu Intergeo TV. Jetzt im Studio zum Opinion Leader Talk ist Professor Dr. Joachim Diaz. Er ist Präsident des Bundesverbands Bausoftware und Keynote Speaker der Intergeo 2018. Ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ja, bei Ihnen ging es heute natürlich um die Herausforderungen Ihrer Branche, die sich ja auch vielfältig gestalten. Die ganze Digitalisierung, die sich ja auch hier durch Messe und Kongress durchzieht, ist auch bei Ihnen im vollen Gange, besonders im Bereich der Bausoftware. Wenn Sie uns noch mal einen kurzen Einblick geben können, worüber es heute ging bei Ihnen. Ja, sehr gerne, das kann ich sehr gerne tun. Die Bausoftwarebranche steht jetzt ebenfalls wie die gesamte Branche vor großen Herausforderungen. Das geht in erster Linie darum, dass die Nachfrage natürlich deutlich steigt. Die Digitalisierung greift um sich. Das bedeutet, dass da natürlich auch der Wunsch da ist, die Standards, die wir zur Verfügung haben, zum Beispiel der IFC-Standard etc., dass das harmonisiert ist und dass das auch von den Softwarehäusern auch in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz auch eingelöst wird, dass das also wirklich durchgängig funktioniert. Und das zu meistern ist natürlich eine sehr große Aufgabe. Darüber hinaus haben wir natürlich noch sehr viele Entwicklungen. Wir haben gerade hier auf der Intergeo, sehen wir, dass sehr viele Geräte entwickelt wurden, Devices, Smart Devices, um Informationen digital aufzunehmen. Diese gilt es natürlich in die Software-Systeme mit zu integrieren, zu berücksichtigen. Auch das ist immer wieder eine große Herausforderung für die Softwarehäuser. Diese Wünsche, die da sind, die auch vollkommen berechtigt sind, dass diese an dieser Stelle auch tatsächlich umgesetzt werden. Mhm. Themen, die man hier auch spürt auf der Intergeo, sind ja sowas wie Deep Learning, Machine Learning, also der Bereich künstliche Intelligenz, Unterstützungen, die jetzt auch diese großen Datenmengen, die ja von allen möglichen Geräten, Endgeräten gesammelt werden und auch wieder umgesetzt werden müssen, die Arbeit unterstützen. Spielt es bei Ihnen auch schon eine Rolle und inwiefern? Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist so, wie Sie sagen. Wir nehmen zurzeit massiv viele Daten auf, ja, über diese ganzen Geräte, 3D-Scannings und so weiter, auf vielfältiger Art und Weise. Es gilt natürlich, diese Daten dann mit mehr Semantik zu ergänzen. Damit erhalten wir Informationen. Diese Informationen werden miteinander verknüpft. Das heißt, wir erhalten damit letztendlich Wissen und dann mit etlichen Regeln kommen wir auch zu dem, was wir letztendlich brauchen, nämlich entscheidungsunterstützende Systeme. Was wir hier auf der Intergeo auch sehen, ist, dass diese Systeme jetzt auch immer intelligenter werden, indem Regeln auch tatsächlich immer mehr hinzugefügt werden. Wir haben beispielsweise auf der Grundlage von 3D-Scans von irgendwelchen Bauwerken, Gebäuden, Brücken etc., was es auch immer ist. Und dann kann man automatisch aus dieser Punktwolke auf einmal ein Bauwerksmodell entstehen lassen. Ja, zum einen gibt es die künstliche Intelligenz, die Sie wahrscheinlich unterstützen wird. Trotzdem braucht man ja Fachleute. Ne? Man braucht ja richtige IT-Fachkräfte, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall sind es ja Menschen, die mit diesen Datenmengen und diesen neuen Programmen auch umgehen müssen. Das heißt, die neue Generation ist da gefordert. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Stehen die Schlange oder werden da händeringend Fachkräfte verlangt? Also es ist schon so, dass die Schlange stehen, sind diejenigen, die wirklich Leute suchen. Das ist zurzeit so. Wir haben eine verkehrte Welt, ne? Ja, das ist tatsächlich so. Der Wunsch nach Nachwuchs, der beide Seiten, nämlich die fachlichen Inhalte, die wir brauchen, ja, ohne die geht es nicht, aber heute kann man und müssen wir sagen, dass ohne die IT-Kompetenz das auch nicht geht. Das heißt, was wir brauchen, sind Menschen mit einer Doppelqualifikation, die auch tatsächlich beides beherrschen. Also Menschen, die genau das auch machen, die produzieren wir einfach nicht zu Genüge und der Bedarf ist riesig. Das heißt, das ist eine Sache, da müssen wir uns alle sehr viel mehr anstrengen, weil wir in der Zukunft ja davon ausgehen, dass es ja noch mehr wird. Also der Bedarf für diesen Bereich, der wird deutlich wachsen. Ja. Wir sehen das, das ist nicht nur bei uns in Deutschland so übrigens, das ist international so, aber wir sind als Hochtechnologieland Deutschland, brauchen wir diese Menschen natürlich noch viel mehr. Mhm. Die Intergeo ist große Networking- und Kommunikationsplattform Ihrer Branche. Sie sind auch jetzt schon den dritten Tag hier oder haben die Einblicke sammeln können der Veranstaltung. Was nehmen Sie mit? Was sind die Impulse, die Sie raustragen? Und wie gehen Sie damit weiter um?
Also was ich gesehen habe, ist, dass tatsächlich in dieser Durchgängigkeit, davon reden wir immer, dass wir also Daten aufnehmen und dann diese Daten letztendlich zu Modellen werden, die wir dann in der Planung einsetzen, auch dann in der Ausführung von irgendwelchen Bauprojekten und so weiter. Diese Durchgängigkeit, die ist tatsächlich auch nachweisbar. Und das hat man, denke ich mal, insbesondere in dieser Intergeo merkt man das sehr deutlich. Was wir auch natürlich gemerkt haben, ist, dass die ganzen Geräte zur Unterstützung, dass die noch viel besser geworden sind. Also ich würde tatsächlich sagen, von einem großen Sprung nach vorne. Also ich war selbst überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so einen großen Schritt nach vorne getan hat. Mhm. Also ich bin fast überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber auch positiv, muss ich sagen, weil wir natürlich genau diese Sachen auch brauchen, um effizienter zu werden. Und da muss der Markt tatsächlich sich auch tatsächlich öffnen und diese Effizienzen einfach zu integrieren. Ja, also die Intergeo hat in dem Fall, also muss ich sagen, eine ganz, ganz hervorragende Plattform geschaffen, damit wir genau diese Sachen auch nach außen kommunizieren können. Mhm. Vielen Dank auch für Ihre positiven Eindrücke der Intergeo 2018. Das war Professor Dr. Joachim Diaz, Präsident des Bundesverbands Bausoftware. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Ihnen.